profunde und ein bisschen auch ausführlichere Analysen gibt als im Fernsehen, wo sie ohne dich schon sehr profund sind. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Herzlichen Dank für heute Abend. Ich bin gestern Abend, so wie wahrscheinlich viele von euch, schlafen gegangen oder in den Abend gegangen und habe gedacht, naja, also diese Wahl ist jetzt so eh so ausgegangen, wie es erwartbar war, und gibt einmal so Wahlen, die im Grunde so ausgehen, wie man sich's erwartet. Und nicht nur beim weiteren Nachdenken meinerseits, sondern dann auch heute in der Früh gab es so eine kurze Analyse, gestern, aber heute auch noch im Radio, und da ist mir dann auf und eingefallen, dass natürlich dieses Wahlergebnis, das so irgendwie so harmlos daherkommt oder erwartbar daherkommt, doch sehr, sehr viel mehr hergibt an Interessantem, was uns, glaube ich, durchaus auch als politisch denkenden Menschen und wie in DSA, sozialdemokratisch denkenden und handelnden Personen, viel Diskussionsstoff, glaube ich, geben kann. Ich würde daher den Günther bitten, dass er jetzt uns kurz vor seine Analyse präsentiert. Wir werden dann vielleicht da auf dem Podium ein paar Dinge austauschen, die eine oder andere Frage, aber insbesondere wenn und weil wir ja da eine kleine Gruppe sind, kann man das ja ohne weiteres dann auch schon in ein Gespräch mit euch, mit Ihnen überfließen lassen, weil wir jetzt ja auch die eine oder andere Frage haben. So, das ist im Grunde unser Vorhaben. Noch einmal herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir sind interessiert zu hören, was du uns zu sagen hast. Und jetzt gibt es da auch noch. Also wunderbar. So, ja, ich begrüße ja noch explizit die Freunde, Freundinnen, Genossen, Genossinnen, die uns jetzt live verfolgen oder uns dann später über die verschiedenen sozialen Kanäle nachschauen, verfolgen. Herzlich willkommen euch allen. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und habe mir gedacht, ich werde etwas weiter ausholen, wie wir in diese jetzige politische Situation gekommen sind. Ich beginne dabei sehr gern mit der Finanzmarktkrise 2007, 2008, weil das schon der erste Zusammenbruch vom Vertrauen der Bevölkerung in unser Wirtschaftssystem war und damit auch in die Demokratie. Wir haben dann Zeiten bekommen, wo die Politik infolge die Budgets versucht hat zu stabilisieren. Unter anderem auch dadurch, dass sie bei den internationalen Zahlungen gezögert haben. Also sie haben Zahlungen so gut es geht in die Länge gezogen. Unter anderem das Außenministerium 2014, so ist es zur Unterfinanzierung in den UNHCR-Flüchtlingslagern gekommen, und dann zum Aufbruch der Flüchtlinge nach Europa. Und das hat in Österreich zu einer starken Polarisierung geführt, zwischen sozusagen dem weltoffenen demokratischen Lager, das gesagt hat, okay, nehmen wir die Herausforderung an und schauen wir, wie wir da helfen und tun können, und der nationalen Gegenreaktion, sozusagen der Abschottung, dem Schutz des Nationalen vor fremden Einflüssen. Und das hat 2016 in dieser Präsidentschaftswahl dann letztlich gelandet, wo es zu einer Stichwahl zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer gekommen ist. Und das war eine Situation, wo 2016 ganz offensichtlich die beiden Parteien in der Mitte, ÖVP und SPÖ, deutlich an Gestaltungsmacht, an politischer in diesem Land verloren haben. Die ÖVP hat dann diese Wende mit Sebastian Kurz hin zu einer rechtsnationalen Politikinszenierung gemacht, die sich gegen das Fremde und die Integration wehrt. Das war der Wahlsieg von Sebastian Kurz 2017. Dann ist diese Ibiza-Affäre gekommen. Die FPÖ hat ihren zweiten Zusammenbruch in einer Regierungsbeteiligung erlebt.
Und wieder hat die ÖVP von der Situation profitiert. Sebastian Kurz hat 2019 die Wahlen gewonnen. Wir haben 2020 den Beginn der Pandemie. Wir haben im September 21 die letzte Landtagswahl in Oberösterreich, in der Sebastian Kurz noch Kanzler war. Da war die ÖVP stabil geblieben. Die FPÖ hat einen Einbruch erlitten und die MFG ist mit 6% in den Landtag gekommen. Also das war schon ein deutliches Signal, dass da ein Protestpotenzial heranwächst, dass eine Konkurrenz zur FPÖ sein kann. Wir haben dann im Oktober 21 die Inseraten-Affäre, den Rücktritt von Sebastian Kurz. Wir haben im Februar 22 den Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wir haben, was die Wahlen betrifft, im September dieses Jahres erlebt, wie die ÖVP im letzten Moment ihre Macht aufrechterhält, um sozusagen noch einmal den Landeshauptmann stellen zu können. Und jetzt die Wiederwahl von Van der Bellen mit 56-57%, es werden gerade die Endergebnisse wahrscheinlich demnächst publiziert. Das ist sozusagen die politische Entwicklung. Wir haben eine gesundheitliche Entwicklung der Bevölkerung im Psychosozialen. Wir haben stellen fest sozusagen, dass Erschöpfungen, Ängste, depressive Zustände, Freudlosigkeit bei großen Teilen der Bevölkerung zum Normalzustand werden. Also 60% der Bevölkerung in Wien sagen, sie haben in den letzten Wochen darunter gelitten, es war belastend für sie, dass sie keine Freude empfunden haben, dass sie von Ängsten geplagt sind, dass sie an Erschöpfung gelitten haben. Wir haben in der Pandemie die Einkommensverluste des unteren Ressourcendrittels. Wir haben diese ideologische Polarisierung, sozusagen auf der einen Seite die Demokratinnen und Demokraten gegen autoritäre Systemgegner. Und dieser antidemokratische autoritäre Kern ist deutlich stärker geworden, als unter denen, die sagen, man braucht einen starken Führer. Das ist die Emotion, die auch schon Sebastian Kurz geholfen hat. Damals war das noch im Rahmen des Demokratischen. Da wächst auch der Teil der Bevölkerung, die sagen, naja, eigentlich die Demokratie ist es nicht mehr das System. Ne? Wir haben diese Korruption im Zusammenhang mit der Inseraten-Affäre, die zur großen Verunsicherung in der konservativen Mittelschicht geführt hat, was da jetzt los ist. Also sie haben ja den Erlöser Sebastian Kurz gewählt und plötzlich ist es im Korruptionssumpf versunken, nachdem zuerst die Ibiza-Affäre schon die Koalition mit der FPÖ sehr peinlich gemacht hat. Das heißt, dieser Vertrauensverlust, wie die Demokratie funktioniert, hat auch weite Kreise der Mittelschicht erreicht. Die Bundesregierung, sowohl die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung als auch jetzt die ÖVP-Grünen-Bundesregierung, haben extrem schlechte Vertrauenswerte das Misstrauen in der Demokratie gegenüber einer Regierung war überhaupt noch nie so stark. Wir haben jetzt eine Situation, wo ÖVP und FPÖ in Umfragen miteinander auf 40% kommen und ÖVP und Grüne miteinander auf ein bisschen über 30 oder 35%. Das heißt, die Situation für die Regierung ist natürlich alles andere als günstig. Wir haben sehr lange diskutiert, dass es in diesem Land eine strukturelle Mehrheit von ÖVP und FPÖ gibt, ja, die wir als Linke schlecht durchbrechen können. Jetzt sind wir in einer Situation, wo das offensichtlich nicht mehr der Fall ist. Aber trotzdem haben wir die jetzige Bundespräsidentschaftswahl zu erleben. Wir haben dann noch die Teuerung, die dazukommt. Es gibt bei 90% der Bevölkerung Sorgen wegen den Preissteigerungen. Ja, also 10% davon der Bevölkerung sind unberührt, weil sie denken, das wird sie nicht betreffen. Aber 90% der Bevölkerung macht sich Sorgen wegen der Teuerung. Und der Ärger ist ungefähr bei 45% der Bevölkerung angekommen. Also nicht Sorge ist sozusagen das Größte, sondern Ärger ist eigentlich die stärkste Motivation.
Und wir erleben sozusagen eine Themenlandschaft, wo es um einerseits um die Energiewende geht und oder den Kampf gegen die Teuerung. Also macht man da jetzt was zur Senkung der Energiepreise oder nutzt man die Gelegenheit, um die Energiewende herbeizuführen? Das ist die Auseinandersetzung und in dem Zusammenhang sind dann auch die Sanktionen um Russland umstritten, weil es auch da um den Gaspreis geht. Also die Sanktionen kritisieren, sagen, wir zerstören uns ja auf diese Weise selbst, indem wir diese Energiewende unfinanzierbar machen. Ja, das ist sozusagen die Themenlandschaft, in der diese Wahl stattgefunden hat. Und man sieht hier sozusagen die Bewertung der Situation in Österreich im Vergleich zu 2016. Wir haben damals 2016, also ein Jahr nachdem die Flüchtlinge gekommen sind, die Situation gesagt, na, Österreich, das hat sich eher negativ entwickelt. Jetzt sind das aber nicht die Hälfte, sondern zwei Drittel, die sagen, Österreich entwickelt sich negativ. Also diese negative Bewertung der österreichischen Situation hat einen Rekordwert erreicht. In der ganzen Geschichte, die ich sozusagen von Umfrageforschung im Kopf habe, habe ich solche Entwicklungen noch nicht gesehen. Und das ist sozusagen, sind Sie zufrieden, enttäuscht oder verärgert über die Politik in Österreich? Sieht man sozusagen den Vergleich zu 2016, dass der Anteil derer, die zufrieden sind, noch einmal kleiner geworden ist, der Anteil derer, die verärgert sind, größer geworden. Und die Enttäuschten auch größer geworden sind. Und das beeinflusst natürlich ganz entscheidend das Wahlergebnis. Man sieht bei den Zufriedenen, das sind diese 15%, da hat der Van der Bellen 82%. Man sieht bei den Enttäuschten, da hat er immer noch absolute Mehrheit von 57%. Das ist ungefähr der Durchschnitt seines Ergebnisses. Man sieht bei den Verärgerten, dass dort der Rosenkranz 29% hat, der Groß 8%. Der Valentin 11% und der Vlasny 8%. Also man sieht sozusagen, wie stark der Protest dieses Wahlergebnis befeuert hat und wie stark der Kandidat der Bundesregierung und des politischen Establishment, die Landhauptleute sind alle zufrieden mit dieser Wahl gegen die Proteststimmung in diesem Land. Das ist, und so ist dann natürlich dann 43-43% Proteststimmung, nicht gerade ein wenig besorgniserregendes Signal. Das ist das Ergebnis, aber das kennt ihr schon. Ich möchte auf die Wählerstromanalyse hindeuten. Der Walter Rosenkranz hat die Hälfte seiner Stimmen von der FPÖ und ein weiteres Viertel von der ÖVP. Also man sieht sozusagen, wie die ÖVP da nach rechts verliert. Der Van der Bellen hat den stärksten Stimmenanteil von der ÖVP. Also der ist in Wirklichkeit sozusagen jetzt zu 67% schwarz-rot in der Zusammensetzung der Wählerschaft. Der ist ganz weit, noch weiter in die Mitte gerückt als schon in seiner ersten Wahl. Sowohl in seinem Wahlkampf als auch jetzt. Er ist nicht mehr so sehr der Kandidat des weltoffenen Österreichs, sondern eigentlich der konservativen Heimat geworden, wenn man so will. Der Valentin ist beinahe eine Absplitterung von ÖVP-Wählern. Ja, der hat zwei Drittel seiner Wähler aus der ÖVP. Der Vlasny hat seine stärksten Stimmenanteile von den Grünen und den Neos, aber auch von der SPÖ, der FPÖ und von den sonstigen Parteien und den Nichtwählern. Die Diskussion, die in manchen Zeitungen stattgefunden hat, das ist jetzt sozusagen die linke Herausforderung für die SPÖ, das sieht man hier in den Wählerstromanalysen so nicht. Wenn man sich die Wählerstromanalyse für Wien anschaut, merkt man, die sozialdemokratischen Wähler der Nationalratswahl 2019 für Wien haben eigentlich sehr geschlossen Van der Bellen gewählt und sind da der Parteiführung praktisch gefolgt in dieser Richtung. Und auch in Wien hat Vlasny eher junge Neos und junge Grünwählerschichten für sich erreichen können. Man sieht hier, dass die Situation der FPÖ, der Norbert Hofer war ein sehr mittiger Kandidat der FPÖ, der sehr viele ÖVP-Stimmen bekommen hat. Und der hat da jetzt ungefähr ein Viertel seiner Wähler
an den Van der Bellen verloren, oder jeder fünfte Van der Bellen-Wähler hat bei der letzten Präsidentschaftswahl noch Van der Bellen gewählt. Man sieht es sehr schön am Ergebnis von Burgenland, oder? Das Burgenland hat sich praktisch politisch gedreht in dieser Wahl, weg von der FPÖ hin zu Van der Bellen. Das Wahlverhalten nach Alter, die absolute Mehrheit von Alexander Van der Bellen hat er bei den Pensionisten, also bei den roten und schwarzen Wählern, die bereits in Pension sind. Ja, das ist sozusagen die Machtbasis von Van der Bellen. Während bei den bei den 30 bis 59-Jährigen, also dem größten Teil der Berufstätigen, die Proteststimmungen am stärksten sind, ja, stärker, also auch bei den, und zwar dann da deutlich sozusagen stärker zu den rechten Kandidaten geht, ist bei der Jugend sozusagen ebenfalls die Proteststimmung sehr stark da ist, aber dann der Dominik Blasny sozusagen der stärkste Konkurrent für den Amtsinhaber gewesen. Also unter den jungen Leuten gibt es sozusagen diesen progressiven Gutmenschen-Protest, den der Dominik Blasny irgendwie zum Ausdruck bringt. Man sieht da noch einmal die Erwerbstätigen und die Pensionisten, aber man sieht es bei den Erwerbstätigen mit Matura und ohne Matura noch einen deutlichen Unterschied, dass es sozusagen die Bildungsschicht unter den Angestellten und Beamten ist, die Van der Bellen in den Amtsträger gewählt hat, während im Arbeitermilieu, also Angestellte ohne Matura und Arbeiter und Facharbeiter, die Proteststimmungen schon überdurchschnittlich stark sind. Auch wenn es ums Auskommen mit dem Einkommen geht, also bei jenen 30% der Bevölkerung, die eher oder schlecht mit dem Geld auskommen, sind die Proteststimmen überdurchschnittlich stark und der Amtsinhaber besonders schwach vertreten. Also man sieht sozusagen, Van der Bellen ist auch in der Bevölkerung sozusagen der Repräsentant der einkommensstärkeren Bevölkerungshälfte. Ja. Es sind nicht die sozusagen mit dem Geld nicht auskommen und protestieren. Die protestieren sozusagen in die verschiedensten Richtungen bei dieser Wahl. Und der Protest hat halt überdurchschnittlich eigentlich eine rechte und nationalistische ideologischen Hintergrund. Was deutlich ist sozusagen, auch wenn jemand gewinnt, der nicht ihr Kandidat ist, also nicht der, den sie gewählt haben, und der gewinnt, dann würden sie den dann als Präsidenten akzeptieren. Also das, was man in der Demokratie sozusagen eigentlich tun müsste, nämlich den Wahlsieger als Amtsinhaber akzeptieren. Da ist der Anteil derer, die sagen, nein, für mich gilt das nicht. Auch wenn der gewählt wird, akzeptiere ich ihn nicht. Ja. Das ist deutlich angestiegen, dieser Systemprotest, der sich da zum Ausdruck bringt. Also letztlich antidemokratische Haltungen, die das widerspiegelt. Und das ist natürlich bei den Rosenkranz-Wählern mit fast 40%, sieht man sozusagen, was sich da im FPÖ-Lager an antidemokratischen und Antisystem-Emotionen sozusagen breit macht. Ja. Das ist die Methodik zur Wahltagsbefragung, die könnt ihr gerne nachlesen, die ist auf der Homepage von Sora zum Nachblättern. Wir haben 1200 Leute in der Woche vor der Wahl erreicht und das Telefon und online durchgefragt. Was ist die Zusammenfassung dessen, was wir jetzt erleben? Wir haben eine ÖVP, die eigentlich in der Krise bleibt. Sie ist nicht konsolidiert. Sie hat in Tirol 10% verloren. Man wird jetzt in der Niederösterreich-Wahl wahrscheinlich im Jänner, also der Wahltermin ist noch nicht fixiert, glaube ich. Also die können es auch noch auf den März verlegen. Man wird sehen, ob es da der ÖVP Niederösterreich gelingt, sich zu konsolidieren. Aber letztlich sieht man an der Wahl, dass sozusagen, da gibt es den Valentin, da gibt es den Groß, da gibt es die FPÖ, die ÖVP wählt sozusagen Van der Bellen, Valentin, Groß,
und freiheitlich. Es gibt da keine klare Orientierung, wo es hingehen soll. Die ÖVP muss sich dringend konsolidieren. Ich sehe die Versuche. Ich weiß nicht, ob es ihr gelingen wird. Aber auch die FPÖ ist nicht wirklich konsolidiert, wenn man sich anschaut, die Wahlergebnisse von Graz zum Beispiel und von Wien mit 10-11%, das sind schon extrem schlechte Ergebnisse für die FPÖ. Die FPÖ war in Wien 2015 die große Herausforderung für die SPÖ. Mit der Performance wird sie das nicht mehr. Die MFG ist praktisch bereits wieder tot, also sowohl in Tirol als auch bei der Präsidentschaftswahl hat sie nichts erreicht. Die Landeshauptleute haben zuerst einmal die Impfpflicht durchgesetzt, dann haben sie das Wahlergebnis von Weidhofen an der Yps wahrgenommen, daraufhin haben sie die Impfpflicht wieder abgeschafft und das war offensichtlich eine wahlpolitisch richtige Entscheidung, ja? Weil sie damit sozusagen Abwanderung an die Impfgegner reduziert haben. Jetzt sind wir in einer Situation, wo ich mir denke, okay, wir haben ja schon bei Stronach erlebt, wie so ein Milliardär, der ein politischer Entrepreneur ist, Wahlen gewinnen kann. Der ist ja mit ungefähr 6 oder 6,5% ins Parlament gekommen. Diese Wählergruppe, die sich damals schon gebildet hat, ist jetzt wieder vorhanden und offen. Irgendjemand kann kommen, das finanzieren mit einem Kandidaten Valentin oder mit einem Kandidaten Groß bei den nächsten Wahlen, also sowohl bei irgendwelchen Bundesländerwahlen als auch bei Nationalratswahlen antreten und wieder mal so eine bürgerliche Protestpartei ins Parlament bringen. Das ist durchaus jetzt gestaltbar, glaube ich. Die Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft aufgrund sozusagen der Probleme, dass man nicht genau weiß oder keine klare Richtung spürt, wie man jetzt mit diesen Herausforderungen umgehen soll, das macht sowohl Mitte rechts als auch Mitte links Platz für Proteststimmungen. Ja. Das ist, glaube ich, die jetzige Situation. Was bedeutet das für die Sozialdemokratie? Ich glaube, es wäre dringend notwendig, dass die Sozialdemokratie sagt, mit welchem Team und mit welchem Plan und in welche Richtung will sie Österreich führen. Ja? Man merkt es sozusagen als Stimmung, wenn man irgendwo diskutiert, man wird es dauernd gefragt, oder? Ja. Was und mit wem täten die SPÖ da tun? Wir haben ja keinen Plan. Ja? Mhm. Und dieses Gefühl, die haben keinen Plan zu ändern, ist, glaube ich, notwendig, damit man den Erfolg, den man jetzt hat in den Umfragen und der, glaube ich, nicht sehr aus der eigenen Kraft und Energie kommt, um das zu stabilisieren und sozusagen Österreich tatsächlich nach der nächsten Wahl in eine neue Richtung führen zu können. Ja, danke dir, Günther, für diese sehr konzise und auch interessante Zusammenfassung. Wenn es zu kalt wird, können Sie das Fenster wieder zumachen. Danke. Gut. Ich will nicht, dass niemand sich verkühlt. Gleich anschließend, wenn ich da eine Frage stellen kann, eine Was-wäre-wenn-Frage. Hätte sich da irgendwas verändert, wäre die SPÖ mit einem Kandidat, vorzugsweise einer Kandidatin, dabei gewesen? Also sagen wir mal, ich weiß nicht, die Doris Bures oder was hätte das in dieser Gesamtkonstellation einen Unterschied gemacht oder wäre aller Voraussicht nach ihr dasselbe Schicksal widerfahren wie dem Rudi Hunsdorfer? Ich vermute das. Die Situation hätte ja jeden progressiven Wähler vor der Situation gebracht. Sozusagen riskiert man, dass man am Ende eine Stichwahl zwischen Van der Bellen und einem rechten Kandidaten hat. Also es wäre ein taktisch, strategisch schwer verständlicher Schritt gewesen in der Situation. Die Sozialdemokratie hat ja keinen wirklichen Bruch mit dem Amtsinhaber. Ja, in vielen, der führt das Amt, wechselt Regierungen,
wenn es notwendig ist, und macht den Job ganz ordentlich. Ich glaube, es wäre schwierig gewesen, in der Situation mit den eigenen Kandidaten wirklich gut zu punkten und die ohne zu wissen sozusagen, was man damit erreichen kann. Aber das ist immer bei der Frage, die du da, oder den Fragen, die du hier richtigerweise stellst. Also wir haben offensichtlich nicht die Person oder Personen, noch nicht, die glaubhaft eine Alternative artikulieren können und so, dass das bei den Leuten auch ankommt. Ja? Das ist bedauerlich, weil, wie du richtigerweise sagst, Jahrzehnte oder Jahre haben wir immer damit leben müssen, dass es rechts eine Mehrheit gibt mit ÖVP und Grünen und FPÖ. Ja. Jetzt haben wir es einmal so, jetzt haben wir niemanden, der das besetzt. Ja? Ja. Sozusagen im Nachhinein hat sich, nein, aber da stellt sich schon die Frage, ob man damit hätte jemanden quasi ins Rennen schicken können, der das auch durchaus mit der Perspektive anspricht, sozusagen, ich bin der oder diejenige, die das dann auch weiter artikuliert. Weil das haben ja die anderen auch gemacht. Das ist sozusagen der Herr Blasny und der Herr, und die alle haben sich ja auch, sind ja ins Rennen gegangen, damit sie sich einmal auf die Landkarte setzen. Ja, in der Notwendigkeit stand die SPÖ nicht. Also jetzt jemanden zu präsentieren, der kandidiert, um sich bekannt zu machen, ist einfach keine wirkliche Notwendigkeit. Weil jeden Kandidaten, der um den nächsten Bundeskanzleramt sozusagen redet und um den Listenplatz, den ersten auf der Nationalratsliste und um die Führung im Nationalrat, der wird automatisch bekannt im Wahlkampf. Ich kann mich an diese Klarheit in der Situation und Diskussion erinnern, wie der Christian Kern den Plan A präsentiert hat. Da ist wochenlang über einen Plan diskutiert worden und man hat das Gefühl gehabt, okay, in dem Plan ist der Punkt vielleicht ein bisschen deppert oder jener Punkt ist ein bisschen komisch, aber ich meine, der Mann hat einen Plan und es geht mit einem Plan in das Rennen. Ja? Den aber keiner gekannt hat. Das muss man nicht. Man hatte das Gefühl, er hat einen Plan. Ja. Ja. Wer von euch hätte das den Plan? Ich habe mir das damals angehört und ich habe das höchst interessant gefunden. Ja? Ich glaube nicht, dass es bei einem politischen Plan darum geht, dass die Menschen die Details kennen, ja, sondern dass sie das Gefühl haben, dass da eine Führung ist, die einen Plan hat. Ja. Und dass man halbwegs die Richtung erkennt, wo es hingeht. Das reicht aus. Ich kann mich erinnern, wie ich 20 war oder 23 und meinen Bruder gefragt habe, was er wählen wird. Da hat er gesagt, naja, er wird die SPÖ wählen, weil die hat wenigstens ein Programm. Wie er zu dieser Antwort gekommen ist damals, weiß ich nicht genau, weil er hat sich für Politik nicht sehr interessiert, also lange nicht so wie ich, aber dass die Partei ein Programm hatte, das wusste er und dass in der Unternehmerfamilie meines Vaters alle das Gefühl hatten, die ÖVP, da kennt sich keiner mit der Wirtschaft aus, die tun nur blockieren und verstehen nicht, dass die Wirtschaft der Kreislauf ist und das Sporen irgendwie verkehrt. Das war bei uns in der Familie irgendwie klar, oder? Dass man mit Sporen keine Volkswirtschaft führen kann. Dass die ÖVP nur an Blockaden sitzt. Mein Bruder hat gesagt, es gibt ein Programm, ja? Und hat dem vertraut, dass das sozusagen den Aufschwung damals, den wir erlebt haben, weiterführt. Ja? Aber deine Perspektive ist ja im Grunde, muss man sagen, nicht sehr sagen, hoffnunggebend. Also nämlich war nicht deine Aufgabe, aber sozusagen die Unsicherheit wächst, die Frustration wächst, die Wut wächst und es gibt noch oder niemand, der das entweder kanalisiert oder aber sogar versucht, zum Positiven zu wenden. Also so wie unsere Freunde, der Markus Matterbauer, jetzt ein Buch publiziert hat mit sozusagen Angst und Angstmacherei, aber damit meinen
für eine Politik der Hoffnung, für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung vermittelt. Also man sieht ja weit und breit leider niemanden, der dessen fähig ist. Ja, deswegen bin ich heute zu euch gekommen, um optimistisch zu werden. Ja, hier treffe ich das. Ja, wir haben, wenn du sagst Programm, da haben wir sozusagen ganz viel Programm, gescheite Vorschläge und gescheite Papiere produziert, versuchen die im Übrigen auch immer wieder an der Parteispitze zu, nicht nur zu deponieren, sondern auch mit ihnen das weiterzuentwickeln, aber das ist nicht ganz leicht. So, aber damit sind wir schon in der, sozusagen, brauchen wir nicht zu formalisieren, aber bitte Frage an die Christine. Also ich muss sagen, ich habe mich schon gewundert, warum die SPÖ keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, weil A meine ich, dass wir sehr gute und potenzielle Kandidaten hätten. Also die Zweifel fällt das sicher nicht ein. Und der zweite Punkt ist, was die Wählerstromanalyse eigentlich schon zeigt oder die Analyse von Ihnen, ja. Also die Arbeitnehmer haben den Van der Bellen nicht gewählt und die Jungen haben den Van der Bellen nicht gewählt. Würde das jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass die SPÖ nur die Pensionisten anspricht, dann wären einige wahrscheinlich verkehrt. Oder ist es nicht das Ziel, ja, eigentlich auf der Parteispitze aufzuzeigen, was die Regierung falsch macht bei den Jungen und bei den Arbeitnehmern? Also das kommt mir ein bisschen zu wenig heraus und hätten wir nicht da die Bundespräsidentenwahl nutzen können, um das aufzuzeigen, die Schwächen der Regierung aufzuzeigen. Und das Dritte, was ich dann sehe, ist, dass der Van der Bellen schon einiges falsch gemacht hat, ja? Nämlich in seiner Funktion, und auch da hätten wir das aufzeigen können. Also ich glaube, wir hätten den, also die SPÖ hätte den Zeitpunkt nutzen können, den Wahlkampf. Und die Frage ist die, wie weit will man das denn nutzen und wie weit will man sich verändern? Oder sagt die SPÖ, sie bleibt in ihrer Funktionalität stabil, ja, und will sich gar nicht verändern? Das ist, So, na, tun wir vielleicht jeweils einfach nach der Ordnung, aber du gleich eine Antwort und dann kommt die Christine, dann kommt die Ruth und dann. Ja, ich denke mir, die SPÖ ist vor der Frage gestanden, riskiert sie dasselbe Ergebnis wie 2016 im ersten Wahlgang und gibt dafür sozusagen einen Haufen Geld aus, ohne Aussicht, wo das hinführt. Ja. Gäbe es einen Plan, wo man hin will, würde so eine Strategie vielleicht Sinn machen, weil dass man jemanden positioniert, auch mit dem Wissen sozusagen, das wird vielleicht kein Wahlsieg. Aber wenn es den Plan nicht gibt, macht die Strategie auch keinen Sinn. Christine? Okay. Im Wiener Ergebnis, das seit 5:30 fix ist, ganz Wien ist ausgezählt, liegt an zweiter Stelle hinter Van der Bellen Dominik Wrassel mit 10,7% immerhin in Wien. Und meine Frage ist, kann man das auch ermessen oder schätzen? Wie hat sich das ausgewirkt, dass Van der Bellen mit den Mitbewerbern nicht in Diskurs gegangen ist? Hat es dem Herrn Vlasnik genützt? Ich spreche deshalb, weil zu mir junge Wähler gesagt haben, sie finden das habsburgisch, dass er sagt, man kann mich an meiner Amtsführung beurteilen, ich brauche keinen Diskurs. Und dann habe ich geantwortet, na ja, aber Fischer hat bei seiner Wiederwahl ja auch nicht mit den Mitbewerbern diskutiert, worauf mir die, glaube ich, mit Recht geantwortet haben, die jungen Wahlberechtigten. Das kann man mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichen und nicht mehr machen. Ja, natürlich hat das, man kann jetzt gar nicht sagen, wem das genutzt hat. Der Amtsinhaber hat eine Strategie gewählt, wo er in das konservative Wählermilieu noch einmal stärker eindringen wollte und hat sich daher nicht in diese Diskussionen verzettelt und diese Strategie ist aufgegangen. Es ist müßig, hinten nach zu diskutieren, ob da taktische Züge auf der einen oder anderen Seite mehr gebracht haben. Und da kann man noch hinzufügen, Entschuldigung, wenn ich das dazwischen sage, mir ist ja wirklich gestern
zum ersten Mal wirklich aufgefallen, wie inhaltsleer dieser Wahlkampf war. Also es hat ja keiner, man hätte erwarten können, dass der, wenn er schon sagt, das ist ein wunderbarer Tag, das nicht die Hauptaussage ist, ich bin so glücklich, dass es beim ersten Mal schon vorbei ist. Das war ja in allen Medien die erste. Keine weitere Stichwahl. Keine Stichwahl. Da hätte ich auch sagen können, liebe Österreich, danke euch. Und Folgendes habe ich vor. Jetzt, das ist kein Regierungschef. Also man, ja. Aber ich danke euch und jetzt mich gewählt dafür. Und ich bin, ja, viele von euch zweifeln, ob ich mit meinen 78 Jahren, aber die nächsten 6 Jahre habe ich das vor. Nämlich erstens, zweitens, drittens. Hätten wir ja auch irgendwann erwarten können. Ja? Bei aller Sympathie und bei allem Dings. Und der hat ja so das seiner, sogar schon im Wahlkampf. Nein, im Wahlkampf würde ich sagen. Also ich weiß ja nicht, wofür der eigentlich steht. Jetzt noch einmal, bei aller Sympathie. Und der hat wahrscheinlich eh das Maximum dessen gemacht, was er hat machen können mit diesen ganzen Durcheinander, Regierungsbildungen und so weiter und so fort. Aber von jemandem auch am Wahlabend zu hören, na, was mache ich denn jetzt, ja, wäre ja nicht ganz von der Hand zu weisen gewesen. Ruth Rodak, bitte. Ja, also ich finde, der hätte schon mehr machen können. Also ich bin nicht wirklich zufrieden mit der Amtsführung von Van der Bellen, so wie viele andere eigentlich. Insofern, also das war natürlich wahlstrategisch sehr clever, also da sich der ÖVP abzudienen und zu sagen, naja, die Chats und so weiter, Korruption und Unschuldsvermutung und kann man eh nichts und harmlos und Höflichkeit und sowas, ja. Also da habe ich mich schrecklich aufgeregt, ja, und gleich, also da nicht irgendwie zu sagen, ja, Ibiza war eine Fantasie, aber die Chats und so weiter, das war implementiert. Also da hätte ich mir von Mandeln ganz was anderes erwartet und war schrecklich enttäuscht. Bin wirklich enttäuscht, also dass er da keine Kante gezeigt hat, aber das hat ihm natürlich die ÖVP-Stimmen gebracht. Weil wenn er da klare Kante gezeigt hätte, und insofern hat er einfach die grüne Politik geführt. Was die Grünen in der Koalition machten, hat er als Bundespräsident gemacht. Also insofern finde ich, war das ziemlich klar, aber es ist doch sehr kritikwürdig. Ich habe schon gefunden, dass der Blasny zum Beispiel einige Themen angeschnitten hat. Also auch wenn er nur gesagt hat, diskutieren wir darüber, was mir gut gefällt als Diskursforscherin, aber also einfach sozusagen das Gespräch endlich zu betonen, hat er ja da auf seinen neuen Plakaten da Themen draufgesetzt, was die anderen ja überhaupt nicht gemacht haben, sondern nur gesagt haben, wir entlassen die Regierung, ja, zum Schluss. Also das, glaube ich, ist auch das, was junge Leute angesprochen hat und wo die SPÖ etwas draus lernen könnte. Meiner Meinung nach, es geht nicht so sehr um Persönlichkeit, es geht um Inhalten. Also eben genau, was du sagst, wo ist das Programm? Wo ist der Plan? Und eigentlich geht ständig, bleibt das die Rallye, kommt der Dostoevsky, was weiß ich, irgendwer anderer von hinten plötzlich. Völlig, also es geht doch darum, welche Inhalte vertritt die SPÖ jetzt auch für die Nationalratswahl? Oder überhaupt, wenn wir alle sagen, wir wollen endlich Neuwahlen, ja, was ist 1, 2, 3? Ja, wenigstens 3 Punkte. Ja, also ich werde auch ständig gefragt, die macht es ja auch nicht besser. Nicht? Das ist so das Thema. Also die Inhalte werden doch jetzt zu diskutieren und zu formulieren und zu posten und in Sprache zu gießen. Ja? Ich glaube, dass das, also dass ja ständig Inhalte präsentiert werden. Ich lese die Newsletter und lese dauernd irgendwelche Texte und Inhalte und Vorschläge, wie man die Teuerung bekämpfen könnte, den Plan gemeinsam mit dem Kern präsentiert, wie man die Energiekrise in den Griff kriegt und ähnliche Dinge. Also ich sage nicht, dass es keine Themen gibt, die die SPÖ angreift, sondern ich spüre diesen Führungsanspruch nicht. Der sagt, wir haben einen Plan für dieses ganze Land. Und das heißt,
wir hätten eine Bildungsministerin oder einen Bildungsminister und der will für den Bildungssektor dieses. Und wir haben einen Wissenschaftsminister und wir haben ein Infrastrukturministerium, wo wir dieses und jenes wollen. Ja? Ohne dieses Gefühl, dass da sozusagen Regierungsfähigkeit sichtbar wird, halte ich das für schwierig, weil die Themen zerrinnen ja ständig in unseren Köpfen, oder? Wir lesen einen Newsletter nach dem anderen und es sind so viele, dass wir den Fokus nicht spüren und nicht spüren, das ist mehr als jetzt die Presseaussendung, die sich einer unserer braven Mitarbeiter sozusagen herausgearbeitet hat in seinem Alltagsstress, oder? Wir kennen ja die braven Mitarbeiter in den Büros, die diese Newsletter produzieren. Ich glaube, sozusagen, für den Dominik Blassen ist es gut, sozusagen in den Diskurs zu gehen. Ja? Aber für die Sozialdemokratie wäre es wichtig, symbolische Führung zu präsentieren, ein Schattenkabinett aufzustellen, weil in einem Schattenkabinett der Landeshauptmann von Burgenland nur noch einer von vielen ist. Ja. Ja. Es ist dann nicht mehr dieses seltsame Konkurrenzverhältnis zwischen angeblich links und angeblich rechts, sondern es ist ein Plan da und er macht mit oder er macht etwas anderes. Es ist, glaube ich, eine andere Situation da. Bitte sehr. Vielen Dank, weil ich zum ersten Mal da bin heute. Ich bin einer von diesen braven Mitarbeitern in der Nebelstaaten ganz viel Gründe. Ich bin ein Freund, bin auch in der Partei und arbeite an der Kommunikationsabteilung. Tatsächlich habe ich mir das auch schon geschrieben und kann den Punkt sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Mir ist das noch vorher eingefallen, weil du, weil du gesagt hast, von denen sozusagen ohne Programm und Inhalte. Ich habe in Deutschland gearbeitet vorher in der Kommunikationsabteilung, also für die Kommunikation. Also mich sehr an Merkel-Wahlkämpfe erinnern, wo es für dieses Plakat war, die kennen dich. Und der wusste auch eigentlich, keiner wusste genau, was es denn ist, aber das kennen wir irgendwie schon. Die Frage, die ich auch stellen wollte, was die Zahlen und Daten für Dichtungen, die wir jetzt kommen haben, was sagt das über potenzielle SPÖ-Wahlpotenziale in der Nicht-Parteiauswahl? Also die meisten haben, der Genossen Genossin und der Wählerinnen der SPÖ haben ja also wenn die Wähler wollen ja wachsen, sozusagen, und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es so drei, in den Tabellen drei Gruppen, links Jung, also Blasny, Protest und die zweitgrößte Gruppe eigentlich, NichtwählerInnen. Wo ist da jetzt, also sagt das irgendwas aus, was wir jetzt hier bekommen haben an Zahlen, wo die SPÖ am ehesten eingehen könnte, sollte, abgesehen von dem, was bereits da ist? Oder kann man es gar nicht vergleichen, weil dann andere machen sie, das kann man sich auch. Ja. Naja, das erfordert ein bisschen eine Soziologie des Wahlverhaltens in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass es unterschiedliche Wählergruppen gibt, die mit unterschiedlichen Anliegen ansprechbar sind. Wir haben ein einheimisches Arbeitermilieu im Bereich der Facharbeit, wo es im Prinzip sozusagen lange Zeit nur Rot und Blau gegeben hat. Dieses Wählerklientel braucht A, eine symbolische Zuwendung. Die symbolische Zuwendung, die es jetzt erfahren hat, ist zum Beispiel Bier. Ja? Ja. Der Dominik Blasny kriegt mit seiner Bierinszenierung Stimmen von der SPÖ. Ja? Das ist symbolische Zuwendung. Ja? Das andere ist, es braucht einen gewissen Anteil an Aktivismus der Fraktion in der Gewerkschaft. Ja, es ist so viel Ärger da, dass sozusagen ich über jede Demonstration der Gewerkschaft und jede Streikdrohung und was immer da kommt, sozusagen je mehr Aktivität, desto besser. Und das ist aber eine extrem schwierige Auseinandersetzung bei den Arbeitnehmern. Also es ist nicht leicht zu führen. Ne? Es gibt den Teil der Arbeitnehmer, nämlich die Frauen im Arbeitermilieu, die überdurchschnittlich sozialdemokratisch orientiert sind, aber sozusagen besser abgeholt werden könnten. Bei den Frauen, die im,
in den sozialen Dienstleistungen arbeiten oder im Handel arbeiten, also auch im Bildungssektor arbeiten, sozusagen, die sind ja nicht vom Standortwettbewerb des Kapitalismus abhängig, sondern von den Umverteilungsmechanismen der Gesellschaft. Die haben also Interessen, die sozusagen an einer sozialdemokratischen Gesellschaft interessiert sind. Wenn die Alleinerzieherinnen sind, sowieso. Ja, also da gibt es ein großes Segment in der Bevölkerung, das mit einer entsprechenden Politik erreichbar wäre. Es gibt im Bereich des öffentlichen Dienstes eine extrem große Unzufriedenheit mit dem, was die ÖVP aus dem öffentlichen Dienst gemacht hat. Also ein Paket, das sozusagen Transparenz, Demokratie, Staatsbewusstsein in der Verwaltung, den Dienst am Staat sozusagen wieder klar fokussiert, das Eingrenzen, der Besetzen der Spitzenpositionen über die politischen Büros sozusagen reguliert, weil da letztlich niemand mehr aus der Beamtenschaft eine Chance hat, wenn er nicht von außen von der jungen ÖVP gekommen ist. Ja. Das macht dort große Unzufriedenheit, das Ausmaß, in dem sie zu weißen Elefanten wurden. Das heißt, da sozusagen ein klares Programm für sowohl für die Demokratie als auch für den öffentlichen Sektor zu präsentieren, hätte ein gewisses Potenzial. Und dann gibt es halt im ländlichen Raum großkoalitionär gestimmte Sozialorientierte auf der einen Seite, und die muss man versuchen abzuholen. Und da ist die Frage, wie stark werden die Ängste vor dem, was in den Städten los ist, nicht? Weil wir in den Städten die Zuwanderung haben und sich die Menschen in den ländlichen Raum zurückziehen und sich fürchten, was das für die Welt bedeutet, weil wir uns in der Stadt schon daran gewöhnt haben und zu 3/4 weltoffen wählen in Wien, passiert das in der Peripherie im Waldviertel nicht, weil die stellen sich vor, die Durchmischung der Bevölkerung ist irgendwie die Hölle auf Erden, die auf uns zukommt. Ja. Anstatt dass es sozusagen die Chance für die Liebe ist, sehen sie die Hölle. Ja. Das ist die Situation. Und da in diesem Umfeld, glaube ich, gibt es mehrere Gruppen, die Sozialdemokratie erreichen kann. Ja. Und das bedeutet aber, ich glaube nicht, dass es mit einer Wahlkampf Strategie geht, wo wir sagen, wir haben diese drei Themen für diese Zielgruppe und das machen wir jetzt im Wahlkampf. Sondern das braucht sozusagen einen kontinuierlichen Beziehungsaufbau. Mhm. Ja. Politik ist Beziehungsaufbau. Ja. das hilft nichts. Es geht letztlich um eine, also es klingt oft dann so banal, wenn es um die Liebe zu den Menschen geht. Ja. Aber wenn das nicht spürbar wird, kann man sich die Wahlkämpfe letztlich in die Haare schmieren, ja? Falls man noch welche hat. Aber ich finde das ja sehr, sehr interessant und auch wichtig. Auch das, was du gesagt hast, quasi mit dem Schattenkabinett. Ja, das ist ja eine uralte Diskussion, immer schon gewesen. Ja, und da gab es dann immer die Einwände, das schadet dem oder der Spitzenkandidatin. Da muss man im Vorhinein schon sich ausstreiten, wer das wird. Und dann kommt die Gewerkschaft und dann kommt der und dann kommt die und dann sagen, also, wer ist da jetzt quasi mein, wie bin ich vertreten? Ist ja schon schwierig genug dann bei der Regierungsbildung. Aber trotzdem glaube ich, es hätte natürlich gerade in der gegenwärtigen Situation was für sich. Ja, zu sagen, es gibt auch ein Team, wo sich sozusagen einzelne Leute auch um genau diese kontinuierlich um die Leute kümmern. Wir sind ja momentan in einer Situation, wo selbst sozusagen politische Insider wie ich, also wenn du mich jetzt fragst, wer ist unser Sprecher für oder Sprecherin für wurscht was, ich wüsste es nicht. Und zwar für nichts. Ich wüsste weder für Umwelt noch für. Ich habe gerade quasi der Budgetsprecher, aber nicht einmal da weiß ich, ob der Jan Finanz- oder Budgetsprecher ist oder so. Also sozusagen, sonst fällt mir niemand ein. Wüsste auch nicht, mit wem ich kommunizieren sollte. Also wer da der Ansprechpartner ist für verschiedene Dinge.
Und das aber gleichzeitig in einer Situation, wo doch das alles sehr zugespitzt ist auf eine Parteivorsitzende, aber sozusagen keine Andockstellen da sind. Ja. Und ich spüre natürlich als BSA besonders, also ja, alle Versuche zu sagen, wir hätten da jetzt eine, das sind ein paar Leute, die denken über uns nach, die warten halt natürlich auch, wenn man es fragen würde, ja, wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Das funktioniert nicht. Aber unabhängig davon, das ist die Frage, also wir haben jetzt im Wahl 2 Jahre maximal noch bis zur nächsten Nationalratswahl. Also wahrscheinlich war es hoch an der Zeit, sich da entsprechend aufzustellen. Mit sozusagen war in Niederösterreich, Kärnten, im Übrigen, das glaube ich, hast du jetzt nicht gesagt, aber das war auch einer interessanten Details, dass Kärnten sozusagen ja, die FPÖ dort, also der großen Kreis dort sehr stark ist. Ja, die FPÖ richtig, dann, aber die FPÖ, ob sich die FPÖ dort erholen wird, ist nicht klar deswegen, weil ja die FPÖ dort jetzt in der Situation ist, in der die SPÖ war, wie sie in Opposition war. Also es gibt einen Haufen Stadtparteivorsitzende, die irgendwie ein Match gegeneinander spielen und nicht klar ist, wer die Führung hat. Und die Führung der FPÖ ist derzeit schwach. Das ist so wie die Situation unter Ambrosi, der ist von Gerhard Mock und von Seyfried und von Köfer und von anderen Genossen sozusagen dauernd in der Kritik gestanden. Und so geht es jetzt der FPÖ-Spitze in Kärnten, weil der Peter Kaiser unbestritten ist. Also ob die FPÖ in Kärnten daraus profitieren kann, ist nicht ganz klar. Aber das Potenzial hat sie natürlich, dass es sich konsolidiert. Ja. Mhm. Aber ich fasse nur zusammen, dass Peter Kaiser unbestritten ist in Kärnten. Aber dann hat man das sozusagen so blau gewählt. Also, ja, er wird, also ich vermute, er wird auch bei den Landtagswahlen, also bei den letzten Landtagswahlen, hat er, glaube ich, 47% gehabt. Ja. Also ein Ergebnis nahe an der absoluten. Ja. Wie das jetzt in der jetzigen Situation eine Wahl ausgehen würde, wo die ÖVP in Kärnten kann nicht mehr sehr viel verlieren. Ja, das ist schwierig. Ja, und also wie dort eine Landtagswahl ausgeht, ist nicht ganz klar. Also wir sehen den Zusammenbruch, was bei den Gemeinderatswahlen im Burgenland passiert ist. Ja, die SPÖ hat noch einmal dazu gewonnen und die Grünen und die Neos und das entwickelt sich sozusagen jenseits nichts, nicht wirklich. Jenseits von SPÖ und die ÖVP ist auch im Burgenland in der Krise. Und ob man das dann mit Kärnten vergleichen kann, ich glaube es nicht. Aber letztlich glaube ich nicht, dass die Situation für irgendjemanden in Kärnten leicht ist. Ja. Das ist bitte sehr. Ich habe ein Problem mit der Erklärung dieser Situation insofern, weil ich einfach jetzt ganz primitiv gesagt nicht damit einverstanden bin, dass wir uns darauf verlassen, dass die anderen schlechter abschneiden und es reicht dann, dass wir mehr sind. Genau das ist das, was mich so stört und zwar schon seit Jahren stört, dass ich mich dauernd verlassen muss und die anderen vor mir umfallen, besser ist, aber ich bleibe auf jeden Fall stehen aus eigener Kraft. Und das ist eine Denkart, die mir so in der Seele zuwider, ich kann es gar nicht sagen, ich sage das jetzt ganz derb und primitiv. Wenn wir keine Botschaft haben für die Jugend, haben wir auch für immer verloren. Wenn die Jugend verliert, verliert die Zukunft. Und der Herr Vlasny, den ich am Anfang für einen Kasperl gehalten habe, das war, ich bin 63 Jahre alt, bin seit 3 Jahren in Pension. Also ich bin ja eine viel ältere Generation als die normalerweise Vlasny wählen würde. Und mit der Zeit habe ich dann zu denken begonnen und gedacht, wieso ist der überhaupt möglich? Und dann habe ich gedacht, was sagt er denn eigentlich? Ein hochintelligenter Mann, ja, ich bin auch Ärztin, ich identifiziere mich da auch ein bisschen mit seiner Weltsicht, weil der hat ja den Namen von Menschen, nur ihm hat er Zeit lang im AKH gearbeitet. Und dann denke ich mir, ich habe trotzdem zwei Tabellen gewählt, ich sage es ganz offen, das ist so, aber was? Wir müssen uns nachdenken, warum ist er möglich? Warum ist er so gut? Ohne diesen vielen Geld, ohne diese Unterstützung von anderen Parteien. Und das sollte uns zu denken geben. Wir sollen uns endlich einmal neu erfinden und nicht warten, was wieder bleibt. Darf ich das jetzt ganz primitiv sagen? Ich teile deine Ansicht.
Ich teile einfach deine Ansicht. Und das treibt mich so lang schon. Das hat jetzt nichts mit der Wahl. Ja. Ich war eingebunden in die Diskussionen und im Netzwerk Innovation, wie es so gegangen ist, in der Schüssel-Ära irgendwie Österreich neu zu planen. Also da sind wir dauernd, waren irgendwelche Arbeitskreise, wo es gewurlt hat und wo Arbeitspapiere vorgelegt wurden. Und man wusste, das passiert sozusagen in einer größeren Anstrengung der gesamten Organisation. Mir fehlt diese Phase, wo es wurlt. Es gibt, es ist höchste Zeit sozusagen, dass wir neue Pläne machen, den Kapitalismus zu zähmen. Es ist höchste Zeit, dass wir neue Pläne machen, wie wir den Nationalismus zähmen. Ja, und ich erlebe es nicht. Ja, also ich sehe diese Diskussionen nicht. Ich spüre diese Einladung und diesen Zug nicht. Ja. Und mir geht das einfach ab und ich warte sozusagen, dass es kommt. Oder wenn ich eine Einladung bekomme, bin ich gleich wieder beim Diskutieren dabei. Bitte sehr. Ich bin einmal gewesen und Verteidigungsminister und Teilhabweiter. Mir ist nur Folgendes aufgefallen. Ich meine, ich kenne die ÖVP sehr genau, sprich FCG dort, wie die agieren. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wieso wir so stagnieren bei 28-30% in den Umfragen, aber die Umfragen vielleicht nicht so genau sind. Bei der grottenschlechten Regierung, da müssten wir normal, wenn da irgendjemand da ist, der kurz Programm, wir müssten 35-40% in den Umfragen haben, aber wenn wir dann vielleicht nur 35 oder so etwas bekommen würden. Ja. Aber es darf dich auch nicht wundern. Ich bin jetzt 52 Jahre bei der SPÖ, da gab es die Hedmer, mein 50-jähriges Schubel, ich krieg's nicht zwar durch. Die SPÖ hat fast 2 Jahre gebraucht, dass ich das 50-jährige die Ehrung will. Ich brauch's eh nicht, aber ich sage es nicht. Das ist die Pandemie. Ja, aber auf die Pandemie kann man es ja nicht ganz auswirken. Es hat früher Phasen gegeben, wo es gar nicht Eier genug Phasen gegeben. Also jedenfalls, das ist natürlich einfach auswirkt. Aber bitte, du hast richtig gesagt, die SPÖ hat den Führungsanspruch. Es sollen Neuwahlen kommen, höre ich ständig. Die Regierung ist so schlecht und unfähig. Ja. Und dann kommt es, und dann bitte auch du bitte, sagen alle, man soll den Van der Bellen wählen, der ja gesagt hat, die Regierung in Dresden sichert nie. Also das passt man ja überhaupt nicht zusammen, oder? Passt das dann, dass man auf der einen Seite sagt, Neuwahlen sofort, und man wählt dann den Van der Bellen und genau was, okay, der Van der Bellen hat richtigerweise gesagt, es ist noch keine Regierung entlassen worden in der Geschichte der Ersten und Zweiten Republik. Ich habe gesagt, ein einziges Mal hätte man jemanden eine Regierung entlassen müssen, das war 33, 34, die Bundesregierung. Und er will sie halt nicht, er sagt, er will sie nicht einmischen. Also er will das sagen, aber das ist, passt ja irgendwie nicht zusammen, und das darf man dann auch nicht den Van der Bellen forcieren. Ne? Nein, ich kann dazu was sagen, aber, ja, bitte. Da gleich anschließen, weil genau das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ich kann nicht auf einem relativ flachen Niveau die Regierung kritisieren, ja, und dann bei allen mitstimmen. Das funktioniert nicht, weil da verlieren wir die Glaubwürdigkeit. Ich wollte nur was dazu sagen. Normalerweise ist eine Person wie der Van der Bellen bei der SPÖ Persona non grata, wäre ja ausgerechnet. Ich habe noch nie gehört, das ist das erste Mal, dass wir jemanden forcieren und fördern. Das habe ich noch nie gehört. Sagen. Dann ein Austritt ist er ausgerechnet. Dann ist er weg vom Fenster. Ja, du weißt, was ich meine. Dann ist er wirklich weg, dann gibt es nicht mehr. Aber der Van der Bellen muss nicht mehr. Was der Peter Pilz ist, dann ja, aber wenn es der Van der Bellen ist, dann mehr. Und dann habe ich auch mit Ihnen gesprochen und was eine große Unzufriedenheit ist, die ja natürlich aus der ÖVP hochkommen, ist die Korruption. Und das ist ein leichtes Pferd, wo die FPÖ aufspringen kann. Also Korruption, Transparenz und angesprochen, ja. Wir hatten ja den letzten Landtagswahlkampf in Niederösterreich, da haben Frauen unter anderem ein Programm präsentiert, neben Pflege, Bildung und Sozialen, war auch Transparenz und Antikorruption, das ist aber nicht hinzugekommen für den Wahlkampf. Und ich muss mich fragen, wo lebt die SPÖ? Die verzeichnet sie ja, wo leben die heute? Also die leben sicher nicht bei den Menschen, bei den Wählern. Ja. Und da muss ich sagen, ich meine, da hast du vielleicht einen besseren Kontakt. Aber so wie die Parteispitze heute fungiert, ist sie nicht wählbar. Naja, also da muss ich jetzt wahrscheinlich doch, ich bin zwar kein SPÖ-Funktionär in dem Sinne, aber doch Präsident des BSA. Also nicht wählbar ist sie definitiv nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist das, was der Günther vorher gesagt hat. Es gibt einen Haufen von Programmen, es gibt einen Haufen von
guten, gescheiten Vorschlägen, zu denen man als Sozialdemokrat stehen kann, die auch unterstützen kann. Es fehlt sozusagen der Zug dahinter oder davor. Ja, also jemand, wo man sich anschließen kann. Es fehlen wahrscheinlich der emotionale Bezug, oder das, wie du es genannt hast, da wir es auch die symbolische Zuwendung. Ja, also das Bier finde ich eine ganz super, also Gedankengang. Wenn mich mal gefragt hat, was ist jetzt Bierpartei? Nee, ist er gescheit, aber dann ist er doch Bierpartei. Also ich mache da gute Vorschläge. Und doch, das hat sich für mich nicht zusammen. Aber dass er damit natürlich auch FPÖler ganz viele, ja, und auch Konservative fängt, die sich halt hinter einer symbolischen Geschichte, die einen Sinn macht oder auch keinen, fängt. Und das fällt uns total. Also diese Form von Symbolpolitik zum Beispiel haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Ja. Und es fehlt wahrscheinlich auch diese breite Aufstellung, aber auch sozusagen das Movens, das, was ja sozusagen bei den berühmten 1000 Experten vom Kreisky der Fall war, dass das Gefühl gehabt, dass da sind halt, ja, ob das jetzt 1000 waren oder 10 oder 500 oder wie viel auch immer, aber das gab's. Und am Ende hat es ein Chefredakteur gegeben, das dann geschrieben hat. Ja, ja, aber so. Und auch da habt ihr recht, natürlich der Plan A von Christian war sowas, wo man das Gefühl hat, ja, da steht was dahinter und das ist ein Zug. Das war da historisch leider das Versäumnis, dass er damals den Mitterlehner nicht sozusagen den Weisel für die Tür gestellt hat. Da gab es ein kurzes Ultimatum über ein Wochenende. Und anstatt dass er dann gesagt hat, tut mir leid, das ist nicht erbracht, ja, und wahrscheinlich hätte er da die Wahlen gewonnen, hat er dass man Teil einer Bewegung wird, ja, in der man irgendwie auch was einbringen, nicht einbringen, aber etwas dafür, die möchte dabei sein. Ja. Das gibt's nicht und das muss man versuchen, tatsächlich irgendwie zu kreieren. Heißt aber nicht, also davon würde ich weit entfernt sein wollen, zu sagen, diese Partei ist nicht wählbar. Nein, ja. Sie ist wählbar, weil ich möchte sagen, so, und das Zweite, was ich sagen wollte mit Van der Bellen, weil ich mich ja sozusagen auch öffentlich und als BSA für ihn ausgesprochen habe, ist mit Sicherheit einerseits war es halt auch eine persönliche Überzeugung, dass ich mir gedacht habe, der hat in sehr schwierigen Situationen auch die richtigen Worte gefunden und in Wahrheit Krisen deeskaliert, also er hat Druck herausgenommen. Das ist ja so ein Wesensmerkmal auch einer Führungspersönlichkeit, dass sie Druck weitergibt, sondern Druck herausnimmt aus Situationen. Und das halte ich für den Staatsoberhaupt ganz essentiell. Und die zweite war eine taktische Überlegung. Ja, weil ich habe schon auch die Einschätzung gehabt, dass jetzt, wenn wir jemanden aufgestellt hätten, hätte der oder diejenige wahrscheinlich dasselbe Schicksal erlitten wie der Rudi Hunsdorfer. Und wir wären da ziemlich mit Bomben und Grad. Und man hätte das früher ansagen müssen. Also man hätte nicht, man kann es nicht dann zwei Monate vorher, nachdem du sagst, eigentlich ist das eh alles gut und so weiter, bis hin zu dem Punkt, den auch die Wiener Stadtpartei immer wieder angesprochen hat, also wenn man nicht gegen ihn ist, schon seit längerem, dann musst du für ihn sein, weil du wirst ihn brauchen. Also wir werden ihn brauchen. Ich glaube, dass auch eine ordentliche Niederlage etwas Gutes sein kann. Ja, also ich bin nicht unbedingt dagegen, dass man sozusagen jede Niederlage vermeiden muss. Aber was war mit der beim Nein, lass mich die Beispiele bringen. Ja. Der Mitterrand hat 2 Wahlen verloren, bevor er der große Präsident Europas wurde. Der Waldheim hat eine Wahl gegen den Franzonas verloren, bevor er Bundespräsident wurde. Ja. Eine Wahlniederlage ist nicht automatisch das Ende einer politischen Karriere. Ja. Dafür gibt es sozusagen genug historische Beispiele, obwohl man sich wahnsinnig davor fürchtet. Ja. Aber also ich hätte in der Situation sozusagen das taktische Ziel nicht verstanden, weil ich die Strategie nicht gesehen habe. Genau. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Also also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo in einem Wahlkampf Josef Brockal präsentiert wurde, Wolfgang Petrich, Gerhard Knoll, da waren auf einmal Leute da, ja, der Erwin Buchinger als Mr. Arbeit, ja,
Der war direkt ein Thema. Der Erwin Buchinger war überhaupt, der war das Thema Arbeit. Ja. Und da war klar, sozusagen, das ist eine Ansage. Diese Partei will regieren. Ja. Die Chancen sind schwierig in der Wahl, aber die Partei will das. Ich spüre das derzeit nicht. Ja. Nein, das ist auch der Kanzlerin-Anspruch. Ja. Also sozusagen, wie oft hat man gehört, dass sich die Partei für sich hinsetzt und sagt, selbstverständlich will ich Kanzlerin werden. Das ist gar nicht die Frage, sondern ich will es werden, weil ich Folgendes umsetzen will. Ja, ja, ich glaube ja, dass wenn sie mir präsentiert, wenn sie als Minister haben will. Ja. Also wenn sie sich davor fürchtet, Leute zu nominieren, dann ist das schwierig. Ja, wenn ja, sie sozusagen, das erwarte ich als Führungsstärke. Dass sie sagt, da habe ich jemanden, da habe ich jemanden, da habe ich jemanden. Ich kann nicht allen versprechen, weil wir werden nicht alle 17 Ministerposten kriegen. Mhm. Ja, aber mit diesem Team will ich die Zukunft gestalten und wir werden Kompromisse machen. Nicht, ja. Ja, aber da richtig spätestens dann, wenn natürlich ich den Sozialsprecher der SPÖ aufhört, wird er jetzt noch jemand anderer. Nein, die Kampagne, ja, ja. Ich sehe nur, dass es unmöglich ist. Ne? Warum ist das unmöglich? Weil es in dem System, in der Konstellation wird es ja nicht. Aber wenn das in England zum Beispiel möglich ist, dann schaffen es halt nicht immer erste Stellen, auch unter ganz schwierigen Umständen. Ja? Das ist jetzt üblich. Ja? Da gibt es immer dieses Shadow Cabinet, jetzt ganz stark. Ich meine, jetzt ist Labour da 30 Punkte vorne, fantastischerweise. Warum ist das denn nicht möglich? Weil das gibt auch Fragen. Die Transition fehlt erstens, aber zweitens. Also ich hab die Diskussion oft und oft erlebt, und da hat sich niemand drüber getraut. Ja. Weil da zu viele, dann ist der Gewerkschaftsbund beleidigt oder Kärnten ist beleidigt oder irgendjemand ist beleidigt. Und du kannst das eigentlich nur machen im Schatten eines Wahlerfolgs. Also es ist so oder so schwierig, dass du wegkommst. Also ich habe das beim Franitzky erlebt damals, dass du wegkommst von diesen Hausmächten und Zuordnungen. Ja? Und selbstverständlich war, also irgendwann einmal hat er dann, weiß nicht, wer das wäre, einen Sozialminister nominiert, der nicht vom Gewerkschaftsbund genommen. Weiß nicht, wer das war. Der Eppert war von der Sozialversicherung, aber also irgendwas. Und das war, das hat er aber nur machen können im Schatten oder im Gefolge von einem Wahlerfolg. Oder dann innerhalb der ersten, wo du sagst, lieber Parteivorstand, ich habe euch den Wahlerfolg gebracht und jetzt nominiere ich meine Leute. Es war ja nicht einmal möglich, und zum heutigen Punkt ist es nicht einmal möglich, dass der oder die Parteivorsitzende wirklich eine Reihe von Abgeordneten sagt, das ist meine, ich möchte mit denen die Wahl ziehen und das sind zumindest 10 oder 15 junge, gescheite, alte, was auch immer, Leute, aber die sind meine quasi Garde, mit denen ich, geht nicht nur um die Minister, geht auch um die Leute, mit denen du in den Nationalrat ziehen willst. Ne? Und das ist, da sitzt, steht da, das Simmering hat da ein Mandat und wenn das Simmering nicht kriegt, dann spielen sie Granada. Ne? Und daher sitzen dann immer solche Leute dort. Ich weiß nicht, wer Simmering gerade sitzt, ja, aber. Aber man muss doch das möglicherweise doch an den Wahlkampf ranfangen. Ne? Die ÖVP hat trotz der schlechten Performance der ÖVP nicht mit so viel gewesen sein. Jetzt kennen wir, dass dieser Wähler. In den Umfragen schon, bei den Wahlen in Tirol. Ja, aber nicht in den Umfragen. Ja. Dann gibt es ja nicht unwichtig. Und da muss man doch, also da kennt zu wenig die Gremienfunktion selber, ja, aber dann muss man doch sagen, wenn es so funktioniert nicht. Dann muss man wahrscheinlich schauen, wie die Mitglieder, wie funktioniert die SPD. Ja, das sind alles. Ja, bitte, er sitzt im Kugelkabinett. Ja. Ich finde die Debatte mit dem Staatsanwalt auch sehr interessant, und ich finde die Punkte auch, warum es Fähigkeiten gibt dabei. Was ich auch fragen wollte, also, wie das besprochen wurde, fehlen ein bisschen auch die Namen von Leuten, die wir besetzen könnten. Also, wenn die Freundesperspektive sozusagen, es gibt Leute natürlich, aber bekannte Fälle. Also, die Freundesperspektive sozusagen, und die finden wir so nach einem Spiel, da wäre ein FÖ-Minister irgendwo sozusagen, auch wenn die so mit sind, fangen irgendwann nach drei Namen auf, die man finden sozusagen. Und da würde ich fragen,
dass es bei unserem Freundeskreis unkoordiniert ist, das kann natürlich sein. Oder dann ist im Deutschen Bundestag diese Abgeordneten, die MDB, so wahnsinnig bekannt auf dem Selbstbewusst sozusagen, das mag ja an der Region direkt sein. Mhm. Aber nicht das an der SPÖ, das sagen, sondern andere, dass die Leute das Prinzip auch sozusagen sagen, also als Thema ansehen. Ich bin jetzt der Sozialexperte in der SPÖ. Richard, du wolltest mir hier zwei Punkte vielleicht noch zusammenhang. Also erstens kannst du verstehen, weil ich selber in der Bundespartei bis 2019 für mich gearbeitet habe. Und auch ein Teil der großen Bündnisregel war bei der Partei draufgekommen, dass wir in den letzten Jahren die Finanzminister gehabt haben und alles davon galoppiert, dass das im letzten Tag gesetzt worden ist. Man braucht die Punkte, dass man doch die Parteiförderung umfällt, wenn man dann, oder einige Prozente umfällt bei der Parteiförderung, wenn man den Wahlkampf dann doch eine Schlappe hat und dann sich fragen muss, schalte ich das nicht auf oder haut die doch die Leute zur Führung. Das ist die eine Dimension, die zur jetzigen Sache, wenn ich mir das erlauben darf. Ich habe nicht den Eindruck, dass die SPÖ jetzt schlecht geht, Bundesebene. Das ist sehr kuschelig in dieser Oppositionsrolle. Ich meine, man hat die Parteienfinanzierung so weit gehalten. Man kommt medial, ich weiß, man kämpft darum, dass man wieder vorkommt. Meistens wäre ich jetzt aber auch schon seit auch 10 Jahren. Ich kenne diverse Strategien und Pressesprecherinnen und Pressesprecher, die da durchgegangen sind. Alle reden sich gut, und ich sage auch von den Institutionen, die noch auf und zu gebracht haben, sehr Wahlkampferfahrungen, sehr aber viele Menschen, sehr demokratische Menschen, die auch mit der Basis zu tun hatten, dass er funktioniert hat, dass die Zehn, Landesebene und diverse anderen Dinge, mit unter anderem auch, aber von außen kommende, von Medienwelt kommende. Aber, ich, wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass wir momentan sehr gut gewinnen. Man stellt sich vor, wenn man der Regenwahl wäre, oder irgendjemand anderes der Partei, jetzt Vorsitzende, wie es der Spitzenherr gerade in die Wahl ging, in der jetzigen Krise. Gibt jetzt mal eine Antwort auf all die Fragen. Kannst du nicht? So. Also, jetzt, mir kommt es vor, man taucht das jetzt durch, wenn es Regierungskrise kommt, steht man am Parat und nicht auf, ist das nie. Und den Impuls sehe ich nicht, und ich glaube, ehrlich gesagt, du hast es sprichst, ne? Kannst du verlieren. Jetzt. Also, aber das lasse ich so dahingestellt. Ja, das ist eine nicht uninteressante, provokante Geschichte. Es wird einiges wahr sein dran. Du kannst, also sozusagen, momentan ist es bequem bei 3%. Irgendwie hat man eine Regierungsbeteiligung sicher. Eine wirkliche Kritik gibt es momentan nicht, aber natürlich fehlt in Wahrheit wirklich der Anspruch, ein gesellschaftserweiterndes, verändertes Modell sozusagen etwas auf die Beine zu stellen und zu repräsentieren, was in Wahrheit die Zeit jetzt braucht. Ja. Wenn ich da was dazu bringen kann, dann kann schon bequem sein, aber es ist auch sehr gefährlich. Nein. Also was du gezeigt hast, ja, die nicht nur die Politik Verdorbenheit, sondern auch die Verführungswürdigkeit zum Autoritären, dass die immer größer wird, das ist schon sehr gefährlich, wenn man dem entgegentritt. Und genau auch bei der Jugend, also wohin die dann geht, ja, und wem sie dann etwa folgt, gerade in so einer Stimmung, in einer Krisenstimmung, da braucht also nur nicht einmal ein Kurz, sondern ein Müller-Rosenkranz oder ein weiterer Strache oder wer auch immer da auftreten und du hast irrsinnige Probleme. Also ich finde die Situation sehr volatil und sehr gefährlich und insofern kann man zwar vielleicht versuchen, kurz zu kaufen, aber das. Also, ich halte mich nicht um. Ja. Nein, ich habe eh das noch gemeint. Ich sehe, gerade ist offen. Ja. Nein, der Boden ist offen, glaube ich, dass der nächste politische Entrepreneur kommt und irgendein Projekt macht. Ja. Und dann können wir Glück haben, wenn er demokrat ist. Ja. Oder? Ja. Das ist, oder ist Pech haben und er ist keiner. Ja. Das ist in Wahrheit das, was in Italien passiert. Das ist das, was in ganz Europa passiert. Oder? Ja. Der Punkt ist, dass wir ja eine Entwicklung des Kapitalismus haben, wo die Milliardäre in der Politik mitspielen und immer mehr an Boden gewinnen. Ja. Man sieht das, finde ich, im Ukraine- und Russland-Krieg relativ eindeutig. Der Putin hat seine Milliardäre halbwegs im Griff oder lässt ihre Manager umbringen, wenn sie nicht mitspielen. Ja. In der Ukraine hat man die Situation, die Ukraine hat bei den letzten Wahlen 2019 Wahlen gehabt, die von Oligarchen gemacht wurden. Allerdings haben sie sich an halbwegs faire Spielregeln bei der Wahl gehalten. Und so hat halt der Kandidat von Kosomolski
von dessen Fernsehsender, der hat halt die Wahl gewonnen, weil sie das Spiel am besten gespielt haben. Man sieht dort, glaube ich, besonders gut, wohin diese politische Landschaft zerfallen kann, wenn sie nicht nicht unter der Ansage sozusagen, hoppala, die Kapitalisten werden immer mächtiger, wir brauchen eine stärkere Politik, ja, wir brauchen einen stärkeren Konsumentenschutz, die Handelsgesellschaften werden immer weniger, wir brauchen stärkere Gewerkschaften. Ich meine, wir müssen diesen Kapitalismus zähmen, wenn wir die Demokratie erhalten wollen, ja. Und wir müssen ihn zähmen, wenn wir die Welt als lebenswerten Planeten erhalten wollen. Dann muss uns dieses Zähmungswerk gelingen, ja. Wir haben ja weltweit Oligarchen, die in Privatarmeen investieren und irgendwo Bürgerkriege machen, ja. Ja. Das ist ja kein Zustand, ja. Und wir sagen nichts dazu. Ja, also wir haben keine Diskussion über Macht auf dieser Welt, ja, und wundern uns, dass es eine Debatte über Weltverschwörung gibt. Ja. Das ist die einzige Diskussion über die Welt, über die Macht in der Welt, ja, die tatsächlich stattfindet. Und die hat einen offenen, die kann offen durchmarschieren, weil keiner darüber antwortet. Ja. Wir haben keine kritische Debatte über die Strukturen, über die Machtstrukturen, über diese Konglomerate von Medien und Eigentümern, die in der Politik ihr Spiel spielen. Weil wir in Österreich noch relativ weit weg davon sind. Ja. Aber wir hatten sie schon. Wir haben den Haselseiner, wir haben den Stronach, wir werden den nächsten erleben. Wir haben den Bänke. Nur, und wir haben Medienhäuser, die Kandidaten pushen und so weiter. Nachdem wir dieses Format immer versuchen, 90 Minuten zu halten, kommen wir langsam ans Ende. Obwohl es sehr, sehr interessant ist. Ich wollte nur von dieser sehr interessanten globalen Ebene noch eine Antwort geben, wenn du gesagt hast, sozusagen, wer könnten denn Personen sein und wo sind sie? Also es gibt ganz viele. Viele sind auch händeringend dabei, allenfalls ihren Namen nicht zu nennen, weil sie damit innerparteilich abgeschossen werden. Das ist die Realität dieser und wahrscheinlich auch anderer Parteien. Also das ist wahrscheinlich nicht so sehr ein Spezifikum der SPÖ. Das heißt, mit zur Politik gehört auch, dass du selber weißt, wie und wann du dich von wem in welche sozusagen Strukturen und Positionen bewegst. Und daher sind viele auch innerhalb der Partei, und die Partei auch ein bisschen von innen kennt. Also das ist schon ein, sagen wir mal, komischer Ausleseprozess manchmal, ja. Der manchmal sein Gutes hat, weil wo lernst du denn Politik? Also es gibt ja keine Universität oder keine Hochschule oder keine Fachhochschule, wo du sagst, das lerne ich Politik. Sondern das lernst du sozusagen in der Partei oder in Parteien. Das hat auch schon manchmal eine ganz gute Schule, weil du dich sozusagen halt, wenn du frühzeitig lernst, divergierende Interessen, Intrigen, Gutes, Böses, mit dem umzugehen, was halt die Wirklichkeit ist. Ja, also es ist nicht nur die Wirklichkeit, ich habe eine gute Idee und jetzt setze ich sie durch und alle folgen mir. Und da wird Haken schießen. Ja. Und das musst du auch einmal lernen, ausstehen und durchsetzen. Also insofern hat der Bibel was für sich. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass du, also wenn heute, also wenn ich jetzt hinausginge und habe mir auch ernsthaft überlegt, ob ich als BSA-Präsident einfach sagen soll, ich möchte Diskussion eröffnen, wir haben hervorragende Leute, und sie werden mich alle hassen, aber ich nenne A, B, C, D und E und F und E. Ja? Was passiert dann? Also erstmal werden A, B, C, D und F und G bei mir anders und sagen, die deppert, also ernste Fragen vorher. Und ich will das nicht. Aber einmal den Stein ins Rollen zu bringen, ja, und einfach zu sagen, ja, es gibt diese Leute. Und du wirst mit Sicherheit eine Diskussion dazu fort haben, ja, weil wer nach A und der ist natürlich dies oder nicht und schon und Ding. Aber dass man da einmal irgendein Stein ins Wasser wirft.
Nein, aber ich weiß, es werden alle über mich, also das tut man einfach nicht. Ja? aber auch, das heißt, man muss auch das Verantwortung zeigen und aufführen. Ja? Also, das ist schon ganz gut. Ich stelle mir die Frage, gibt es Stellen dafür? Weil, um zu sagen, der ist geeignet, ja, wofür? Ne? Das ist der Politik, Entschuldigung. Naja, genau, aber. Das ist auch ein Punkt, wenn, also, ich kenne diese Praxis, ja, und ich weiß nicht, das ist nicht so viel, by the way, ja. Nur, wie kann ich neben den politischen Erfahrungen und Wissenschaft, ja, mich auch fachlich einbringen, wenn ich mich weiß, von, hey, also, so quasi ein Blumen als Finanzminister, ja. Und die Leute sind nicht mehr blöd, ja. Also wir haben ja eine breite Masse an Akademikern, denn sie müssen sich wirklich informieren. Also ich glaube, sie müssen auch nicht gefällt. Ja, aber das ist die Schwierigkeit. Was ist ein guter Politiker, eine gute Politikerin? Das ist ja nicht notwendigerweise jemand, der, ich weiß nicht, in Harvard Ökonomie studiert hat. Nein, aber... kann ein furchtbar mieser Politiker sein. Ja, aber also das ist die Schwierigkeit. Ich glaube, dass ein guter Politikerprofil ist auch schwierig zu erstellen. Ich glaube, das hat schon was für sich, dass du sozusagen den Job on the train, also das Training on the Job, dass du das lernst in, beginnt dann in einer Sektion und dich dort versuchst, in der durchzusetzen, eine Bauminsel oder sie was, ja. Weiter musst du einmal gegen den, in meinem Fall gegen den übermächtigen Bezirksvorsteher Erich Domberger antreten und der will das alles nicht, weil das sind die Autos, die entscheiden und der geht Autoparkplätze verloren und so weiter. Also das einmal sich da durchzusetzen und so weiter, ist ja schon eine ganz, das lernst du ja sonst irgendwo. Und ich glaube, auch Profile aufzustellen, das ist sehr edel und Ding und alles, nur das, ich weiß es nicht, ja. War der Helmut Zilker ein guter Politiker, hätte ausgelaufen, alle schallend, wenn man gesagt hätte, du musst dich bewerben, nachher mit einem Profil beim Bürgermeisterposition. Also das, glaube ich, funktioniert so nicht. Aber, was glaube ich wichtig ist, die Leute müssen bei den Menschen sein und die müssen sozusagen Politik auch gelernt haben und bei den Menschen sein und das authentisch. Und sie müssen sich argumentieren, sie müssen das gern machen. Sie müssen das Gefühl haben, dass da ist jemand, der das gern macht. Wie oft bin ich, ich bin noch immer in Wahlkämpfen bei mir im Bezirk, da habe ich das, da stehen alle zusammen. Vor dem Bahnhof, Samstag, 12 Uhr, der Bahnhof in Mitte, also, 8 Uhr, Bahnhof in Mitte. So, dann stehen sie im Kreis, und sie untereinander an. Sprechen untereinander, wenn dann noch jemand anderes dazukommt, dann sagt, ja, so sehr was. Das Schlimmste ist, dass du jemanden anderen überzeugst, dass du den Leuten dann hingehst und sagst, guten Morgen, mein Name ist Meilert, ich bin von der SPÖ, in 2 Wochen sind Nationalratswahlen, wissen Sie schon, wen Sie wählen? Ich hätte einige Argumente für Sie parat, wollen Sie mit mir sprechen? Oder sonst irgendein Schmäh mit den Leuten kriegt. Und das ist Arbeit. Das ist nicht unanstrengend. Ja? Oder anklopfen bei den Dings oder telefonieren. Weil wir erlebt, dass die Telefonaktionen, da muss ich so tun, es wäre eine Umfrage, wenn ich dürftest die Telefonnummer nicht haben oder die. Und dann haben sie lang herumgeredet und am Schluss ist die Frage, na, wissen Sie schon, wen Sie wählen? Und dann sagt der am anderen Ende, ja oder nein, oder ich weiß noch nicht. Und dann sagen die, danke. So, dann sage ich mal, Entschuldigung, das ist jetzt eigentlich, da müsst ihr erst anfangen. Ja. Weil das sind die Leute, die wir suchen. Ja. Wenn die sagen, sie wissen noch nicht und so. Und da beginnt die Argumentation und das ist das Allerschwierigste. Ja, sich zu überlegen, was sind meine 3 Argumente und wie kann ich die Leute überzeugen. Und dann haben sie Angst im Kopf, am Markt und die Leute sitzen dort bei den Drangler und so. Da sind immer einen großen Bogen herumgegangen. Ich bin dann zu denen gehe. Weil das sind ziemlich sicher FPÖ-Wähler. Gehen Sie mir hin, sage ich, wie geht's Ihnen? Sage ich, was auch, geht's Ihnen gut oder schlecht? Sage ich, das geht Ihnen nicht gut. Ah, ich wieso nicht? Da sehen Sie, da sind zu viele Ausländer da, oder was?
Ja, genau. So, ja, dann bin ich mit Ihnen ins Gespräch gekommen. Ja, weil dann habe ich Ihnen erklärt, Entschuldigung, die Ausländer sind die Einzigen, die da hacken. Ja, und die Kalkisten tragen so, sie sitzen da in der Dings und dann. Trinken die Inhaltsliste. Und trinken um 11 am Vormittag auf unsere Kosten von uns finanziert den Inhaltsliste Ding. Das habe ich versucht irgendwie beruhigen. Mit Humor und weiter. Und dann bin ich nach und nach kommt man ins Gespräch mit denen. Aber das ist eine Arbeit und das muss wollen. Und das musst du irgendwie beim Zahn bringen. Und wenn du nicht hast, einen Großen nicht hast, dann merken das die Leute. Weil dann merken die Leute, du denkst da nach, ob du das sagen darfst oder nicht und so. Und das funktioniert dann nicht. Ja, gut, ich habe jetzt schön geredet. Ja. Gut. Meine Lieben, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, für die interessanten Menschen. Und bei Ihnen allen, euch allen, über online, für die Teilnahme und auf bald wieder. Schaut bitte auf unsere Homepage, wir haben immer wieder wirklich interessante Veranstaltungen. Und man kann auch, wie man sieht, online dabei sein. Also man muss nicht immer herkommen. Danke vielmals. Ja, so.